Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 22. Freunde, wie ihr seht, wir haben Mitte Juni und die Gerste ist erntereif. Wir müssen unbedingt die Gerste vom Feld holen. So, laufen wir mal schnell hin, gucken wir uns das mal an. Tum-ti-tum-ti-tum. Da hinten steht es ja wunderbar, oder? Gut, ein bisschen bunt mit dem Gemüse drin, mit dem Unkraut drin, aber gut. Was soll es? Muss gekalkt, muss gepflügt werden. Das werden wir alles dieses Jahr in Angriff nehmen. Ah, ist es nicht schön, der Sommer. Der Sommer. Alles steht in Blüte, alles ist grün, herrlich. So back to what I was saying. Gut, wir brauchen zum Ernten einen Drescher, ein Schneidwerk und jemanden, der ab. Fährt. Gut, dass wir alles am Start haben. Wo ist das Schneidwerk? Das Schneidwerk steht da hinten. Achso, bevor ich es vergesse. Es gibt einen Bug. Ich habe einen Bug gefunden. Seht ihr diese Palette hier? Ich kann sie nicht mehr transportieren. Die ist mir runtergefallen und so hart in den Boden gebackt, dass sie nicht mehr rausgeht. Naja, ich hoffe, das wird nochmal gefixt. Immerhin sind es 1400 Eier, die hier liegen. Das wäre sehr schade. Aber gut. Ne? Sowas passiert halt. Der Transport von den Gewächshausfrüchten funktioniert wunderbar. Also da kriegen wir stetig unsere Einnahmen. Okay, können wir nicht mehr festnehmen. Wir können ja mal in die Übersicht gucken, in die Finanzen. Jetzt die letzten Monate, ihr seht es. 19.000, da habe ich nochmal Ware verkauft. 9.000 habe ich Ware verkauft. 1.194. Hier ist im Mai. Was war im Mai? Stimmt, ich habe die Gewächshäuser aufgefüllt mit Wasser. Kostet ja jedes Mal 780 Euro. Deswegen haben wir die Ausgaben. Sprich, wenn die Gewächshäuser voll sind. Und wir... Lass mich mal eben schauen. Das heißt, die Gewächshäuser bringen tatsächlich weniger Geld in dem Monat, wo man sie auffüllt. Danach generieren sie natürlich mehr Geld. Das muss man so ein bisschen im Blick halten. Wir starten die Saison mit 62.000 Euro. Und für denjenigen, der mein Instagram-Account verfolgt, der weiß, dass ich neue Tiere haben möchte. Welche genau, das müssen wir uns mal überlegen. Ich habe an Schafe gedacht, um ehrlich zu sein. Uppala, uppala. Da habe ich wirklich an Schafe gedacht, denn eventuell würde ich die erste Produktion, die wir kaufen, und zwar Kleider produzieren. Wenn wir mal gucken, Kleider, 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 Kleidung, Stoffe können wir produzieren. Bringt schon mal 6.000 ungefähr. Kleidung bringt 12.000, ja. Das ist natürlich geil. So. Da müssen wir mal gucken. Nicht der Steinbrei. Wo war das denn? War das hier? Ne, wo war das denn? Hier oben. So, der kauft sowieso alles. Aber irgendwo... Quatsch, ich erzähle Mist. Hier in der Produktion. Wo war es? Bäckerei, Schreinerei, nein. Molkerei, nein. Getreide, nein. Spinnerei. Genau, hier könnten wir aus der Spinnerei... Stoff herstellen und aus der Schneiderei Kleidung. Das fände ich ziemlich geil, wenn wir da die ersten Produktionsschritte bzw. das erste Produktionsgebäude bauen können. Ich habe mir auch überlegt, ob wir dieses Feld hier, die Feld Nummer 38 in Zukunft planieren und dort unsere nächsten Fabriken und so weiter hinstellen bzw. auch den Schafstall unterbringen oder eben hier auf dem Feld die 40 den Schafstall unterbringen. Das müssen wir uns mal ganz schwer überlegen, wie wir das machen. Ich meine, im Zuge müssten wir auch neues Land kaufen, was auch wieder Geld kostet, aber wir könnten auch noch investieren. Also quasi Geld von der Bank uns holen und dann damit investieren und schauen, was wir machen können, aber alles mit der Ruhe. Also ich habe für dieses Jahr doch ein paar tolle Ideen. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr so machen würdet.
ne, mit dem Kapital von 62.000 Euro. Wir haben 2 Felder Gerste, wir haben 2 Felder Raps, die nächsten Monat reif werden. Also, ne, wir können den Raps verkaufen, die Gerste brauchen wir teilweise für die Hühner, den Rest können wir auch verkaufen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr machen würdet dieses Jahr, diese Saison. Und vor allen Dingen auch warum, das würde mich interessieren. So. Ganz schön eng hier, was ich hier mache. Aber. Es gehört alles nochmal dazu. Rangieren, rangieren. So. Na, nicht in die Früchte fahren. So, so, so. Strohablage muss anbleiben. Das machen wir auf. Dann machen wir den nochmal aus. Und holen in den nächsten. Eventuell sollten wir den Schneidwerkswagen da wegräumen. Ja, das machen wir jetzt mal als erstes. Und dann holen wir den Anhänger. Das ist Mist, das versperrt doch nur den Weg. So. Mal erstmal hier an die Seite stellen. Dann den Anhänger ran auf den Meter und dann kann es losgehen. So, dieses Jahr würde ich dann gerne auch die Felder pflügen und kalken, damit die wieder in tadellosem Zustand sind und wir entsprechend mehr Ertrag bekommen. Und vor allen Dingen auch uns um dieses Unkraut kümmern. Das ist ja wirklich schlimm. Wahnsinn. So, wunderbar, kann er da stehen bleiben. Tipptopp. So, dann wollen wir doch mal ein Vorgewende fahren. Und es bleibt liegen, perfekt. Ja, meine Lieben, also dieses Jahr neue Tiere, neue Felder. Fragezeichen, finanzielle Mittel, Fragezeichen, Kredit, Fragezeichen. Also wir könnten durchaus, ich schätze mal bis zu 500.000 müssten wir eigentlich von der Bank problemlos bekommen. Könnten wir uns holen und investieren. Die Frage ist nur, sollen wir das tun? Oder sollen wir schauen, dass wir mit unseren Feldfrüchten, mit den Gewächshäusern zurande kommen und entsprechend Kapital uns ansparen? Das ist halt wirklich eine Frage wie im richtigen Leben. Da muss man sich wirklich Gedanken drüber machen. Will ich das machen? Will ich das Geld mir leihen? Um dann eventuell wirklich eine Chance zu haben und sagen, komm, wir werden jetzt vielleicht 2-3 Jahre brauchen, um das Geld abzubezahlen. Aber dann rollt der Taler, wisst ihr, dann rollt der Rubel. Oder sagt ihr, nee, komm, spar lieber das Geld und investier das, was du hast. Und hol dir keinen Kredit, weil der ja auch ganz schnell zur Schuldenfalle werden kann. Das muss man ja auch bedenken. Man kann ja auch pleite gehen, auch in diesem Spiel hier. Gut, ich weiß, es gibt mittlerweile Mods und Cheats und so weiter, aber das will ich nicht benutzen. Geldcheats oder so weiter, das ist Quatsch. Das müssen wir nicht machen. Deswegen, also wenn ihr da eine Idee habt, was wir machen sollen, bitte einmal in die Kommentare. Denn alleine entscheiden ist immer so eine Sache. Außerdem, wenn euch das Projekt gefällt, LS22, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und lasst vor allen Dingen auch ein Abo da. Vor allem, wenn ihr jede Folge miterleben wollt, dann könnt ihr auch gerne die Glocke aktivieren. So, jetzt haben wir hier ein Vorgewende drin. Nicht perfekt, aber besser als gar nichts. So,
Sind wir wieder gerade. Jo. Es wird halt immer besser, ne? Man gewöhnt sich dran. Und mit Lenkrad macht die Sache natürlich noch viel mehr Spaß. Aber das ist natürlich auch ein Kostenpunkt. Ich werde jetzt mal ein bisschen an der Zeit drehen und ihr genießt einfach die Feldfahrt. So, da kann der Kollege weiter abernten und wir fangen schon mal an, das Stroh einzusammeln. Und dann kann nämlich können wir gleich noch einen Flug kaufen oder sowas in der Art, einen Tiefenlockerer oder so. Mal schauen, was das Budget so hergibt. Und dann kann der andere Kollege nämlich schon mal anfangen zu pflügen bzw. zu grubbern. Dann sind die Felder nämlich schon soweit wieder vorbereitet. Ja, Arbeitsteilung und so, Arbeitsteilung. Ja. Achso, losfahren. Wir könnten uns natürlich anstelle von Tieren auch mal die Weinbaugeschichte angucken und schauen, was brauchen wir an Gerätschaften? Weil ich weiß, wir brauchen spezielle Traktoren. Wir brauchen spezielle Gerätschaften. Ob das nicht vielleicht was ist, womit wir direkt weitermachen können, um dann in die Traubensaftproduktion einsteigen zu können. Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, was für Ideen ihr habt, wie es mit dem Hof weitergehen soll. Und sonst mache ich mir halt auch mal so meine Gedanken. Meine Lieben, jetzt wo der Karl die letzten zwei Bahnen fährt, ich glaube es sind zwei, können wir uns ja mal langsam Gedanken machen, was wir für die Tiefenlockerung brauchen. Ich habe mir überlegt, wir kaufen keinen Flug, wir kaufen einen Tiefenlockerer. Bitte entschuldigt meine Stimme, ich bin ein bisschen erkältet, aber ich denke, das sollte so funktionieren. Tiefenlockerer, ich habe gesagt, wir wollen nicht flügen, wir wollen Tiefen lockern. Und da habe ich mich hier für den hier entschieden. 10.500, das passt ja soweit. 150 PS, wir müssten eigentlich auch mehr haben. Hier 190 bzw. 170, also können wir den ruhig nehmen. Den kaufen wir. Und wir brauchen noch etwas für Kalk. Kalk. Da gucken wir mal rein. Der hier kostet 45.000. Das ist natürlich ganz schön happig, aber ich glaube, das brauchen wir schon. Da ist auch, glaube ich, nichts im Angebot gerade. Wisst ihr was, den leihen wir uns. Den leihen wir uns und dann müssen wir den nicht kaufen. Den leihen wir uns aber erst, wenn wir das Raps ernten können. Und das können wir Raps
Der müsste nächsten Monat spätestens im August reif sein. Und dann sollte das eigentlich passen. Ich habe mir überlegt, wir fangen dann wirklich mit Trauben an. Und zwar werde ich da einen Kredit aufnehmen. Wir haben ja momentan gar keinen. Ich werde einen Kredit aufnehmen, um das ganze Equipment für die Trauben zu kaufen. Wir können mal gucken, in so ein Paket Trauben, was wir brauchen. Rechnen wir das mal fix zusammen. Das sind 39 500 plus den Ernten 24200 plus 16 zum Schneiden. Ich sagte plus 16.000 zum Schneiden. Plus 28 für die Spritze. Plus 20 für den Anhänger. Gebe ich jetzt einfach mal ein. Plus, was ist das? Ja, das müssen wir mal gucken, ob wir das wirklich brauchen. Sind wir 127.000? Das kann ja nicht. Also werde ich erstmal 500.000 aufnehmen, gucken, was wir brauchen, alles kaufen und den Rest direkt wieder zurückzahlen. Aber dann haben wir die Trauben am Start. Beziehungsweise müssen wir mal gucken. Ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal Gras säen auf die Felder, die jetzt, ich werde die düngen, ich werde die kalken, ich werde die grubbern, also richtig schön vorbereiten, Gras säen. Und dann nächstes Jahr im März werde ich wohl die Trauben platzieren, dass wir dann im September, Oktober ernten können. Ich denke, das ist eigentlich ein guter Plan. So, Kollege, aber das hier nimmst du noch mit. Wir wollen ja hier mal nichts stehen lassen. Dann wollen wir jetzt das letzte Mal abtanken und dann haben wir unsere Gerste soweit abgeerntet. Und ich denke, wir werden jetzt auf jeden Fall genug für die Hühner haben. Wir können ja gleich mal gucken, was im Silo so drin ist. Aber das dürfte eine ganze Menge sein. Was ja auch gut ist, nicht? Ich meine, der Winter, ihr wisst es, der Winter ist hart und kalt und die Hühner wollen versorgt werden. So. Zuklappen, die Bude ausmachen. So, dann fahren wir mal zu den zum Silo und gucke mal, was drin ist. Ja, da haben wir doch schon 10:13 Uhr, Viertel nach 10, haben wir gut was geschafft. Zwei Felder. Ein bisschen am Kämpfen hier, wa? Kicke Mama, ne? Kicke Mama. Ihr seht es, Freunde. 40.000. Na? Ja, knapp 50.000 Liter Gerste. Ich denke, das ist mehr als ausreichend für die nächsten ein, zwei Winter, dass unsere lieben Hühner versorgt sind. So, dann parken wir die gute Geschichte mal hier. Oh, wie ich und rückwärts fahren. Na komm. Nicht schön, aber selten, oder wie sagt man? Genau, da müssen wir noch das Schneidwerk abholen.
Und den Tiefenlockerer, den wir jetzt gekauft haben. Nein, auf der anderen Seite. So. Hier gehen wir mal den Drescher holen. Brauchen wir ja jetzt erstmal nicht. Aber ihr seht es, ne? Feld muss gekalkt, muss gepflügt werden. Also das würde ich auf jeden Fall machen. Ich würde sagen, wir platzieren die Trauben auch auf diesem und auf diesem Feld. Also richtig schön ordentlich zwei große Felder. Und dann bin ich ja mal gespannt, was das an Ertrag bringt und wo wir den Kram verkaufen können. Oder ob wir da selbst noch eine Produktion bauen müssen. Muss ich mir mal schlau machen, ob hier im Ort irgendwas ist, was wir dafür nehmen können. Oder eben nicht. So, machen wir den Scheiß noch sauber, ne? Muss ja alles seine Ordnung haben. Wird doch ganz schön dreckig, ne? So zwei Felder und die Karre sieht aus wie Sau. Aber das geht ja nicht. Das muss hier alles sauber sein. Oh. Da bleiben wir schon eiskalt am Baum hängen, wa? Wo wir gerade hier sind, könnten wir ja auch direkt mal nach den Hühnern gucken, wie es denen so geht. Was der Futterbestand so sagt. Und wie die Eierproduktion aussieht. Eieiei, das hat schon ganz schön Kratzer. Ich glaube, das müssen wir nächste Saison auch mal zum Mechaniker bringen. Dass er mal drüber guckt. Oh ja, können wir eigentlich hier hinters Haus stellen. Ja, sehr gut. So, Hühnerchen, hä? Können wir die mittlerweile nehmen wieder? Nee. Wie geht es euch? 4000 Liter sind drin, Gesundheit 100%, 272 Hühner haben wir. Noch 100 und wir fangen an zu verkaufen. Was sagen die Eier? Wunderbar, schön. Meine Freunde, das soll es für diese Folge gewesen sein. In der nächsten Folge werden wir die zwei Gerstenfelder dann vorbereiten, grubbern, kalken und Gras ansehen, sowie die zwei Rapsfelder ernten und mal schauen, wann wir das Raps verkaufen wollen. Auch die werden wir dann grubbern, kalken und mit, ja, mit was sehen wir die dann an? Das ist halt so die Frage. Ich würde sagen, das überlegen wir uns bis dahin. Mein Name ist Severus. Ich bin raus.